Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Gespräches in der Evangelischen Akademie im Rheinland. Wir führen diese Gespräche, weil wir uns aktuellen Fragen der Gesellschaft stellen wollen, fragen wollen, wie geht es weiter. Wir erleiden alle die Corona-Krise zurzeit, deswegen sind auch viele von uns im Homeoffice. Wir wollen aber die Gelegenheit nutzen, auch diese außergewöhnliche Situation, um das Gespräch anzuregen. Heute soll es insbesondere darum gehen, wie es nach der Corona-Krise aussehen kann. Also welche Perspektiven mögen sich ergeben, wenn man über die Zeit nach der Corona-Krise nachdenkt. Es gibt den Ruf zurück zur Normalität. Aber was ist die Normalität? Ist das, was wir vorher hatten, normal und unabänderlich? Es gibt auch den einen und anderen bescheidenen Ruf zu einer neuen Normalität. Wir wollen heute insbesondere über die neue Normalität reden. Die leitende Frage ist also, wie leben wir im Jahre 2021 fortfolgende im Vergleich zum Jahre 2019? Was ist besser geworden? Die Corona-Krise also als eine Zeit auch des Innehaltens und des Nachdenkens über gesellschaftliche und kulturelle Alternativen. Dieses wollen wir mit dem Gespräch anstoßen. Ich möchte eine kurze Vorstellungsrunde voranstellen. Mein Name ist Frank Vogelsang. Ich bin in der Akademie zuständig für den Dialog zwischen Naturwissenschaften und Theologie und Ethik der Technik. Herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin S. Kürzinger. Ich verantworte den Themenbereich Transformation von Arbeit und Wirtschaft mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Zukunft der Arbeit, Nachhaltigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Till Kostowczyk und ich verantworte den Themenbereich des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Prozesse des sozialen Wandels begleitet. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Tella Blum. Ich bin an der Akademie zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und für den Themenbereich Medien. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Jörg Klusmann und ich bin zuständig für den Themenbereich Politik. Soweit in aller Kürze. Ich möchte ganz gerne beginnen mit einem kurzen Impuls. Mein Impuls hat das Thema der Mobilität. Unsere Gesellschaft war und ist natürlich im hohen Maße durch Mobilität geprägt. Die Frage ist jedoch, was verbinden wir mit ihr? Manche Formen der Mobilität sind kaum zu umgehen, weil sie auch sozusagen technisch erzwungen werden. Aber es gibt auch einen kulturellen Einschlag in der Mobilität. Man kann vielleicht es auf eine kurze Formel bringen. Unsere Gesellschaft ist dadurch geprägt, dass wir immer gerne woanders sein wollen. Die Welt wurde zu einem Reiseland. 7 Milliarden Menschen leben auf dieser Erde. Es ist völlig offensichtlich, dass nicht 7 Milliarden Menschen in der Form reisen können, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Also auch die Gerechtigkeitsthemen stellen sich bei der Mobilität. Die Mobilität ist sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt Menschen, die hochmobil sein können. Ich würde uns jetzt alle miteinander dazu zählen und auch sehr viele Menschen in diesem Land. Aber das gilt nicht für alle Menschen der Welt. Ich habe durch kirchliche Partnerschaften mal jemanden kennengelernt aus Papua-Neuguinea und da gab es folgende Situation. Wir standen auf einer Autobahnbrücke und sahen unter uns den brausenden Verkehr. Und dieser Mensch, der aus Papua-Neuguinea zu uns gekommen ist, sagte etwas erstaunt, wo wollen die denn alle hin? Das ist in der Tat nochmal ein neuer Blick. Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich, dass man einfach mal durch eine Außenperspektive nochmal gespiegelt bekommt, wo wir selber sind. Das heißt, wir sind tatsächlich dauernd unterwegs und wir wollen immer irgendwo hin. Es gibt je und je gute Gründe, aber ist die Summe der Gründe wirklich unumgänglich? Muss das so sein? Ich möchte zwei kurze Akzente setzen. Der eine Akzent ist das Fliegen. Ich kann für mich sagen, dass ich in meinem Leben eigentlich diese Veränderung zur Vielfliegerei erlebt habe. In den 70er Jahren war das Fliegen ein Luxusgut, das wenige nutzten und das auch für viele nicht so gleich zugänglich war. Es waren auch nur wenige Manager unterwegs. Die Globalisierung war noch nicht so weit vorangeschritten. Das hat sich drastisch in den letzten 50, 40 Jahren verändert. Wir alle wissen, wie stark die Zahl der und groß die Zahl der Flüge war und auch wie viele Menschen durch die Fliegerei unterwegs waren.
Das hat sich durch die Corona-Krise momentan völlig verändert. Die Frage ist, wohin gehen wir zurück? Also wenn wir das Jahr 2021 schreiben, ist es dann unsere Hoffnung und unser Ziel, dass die Flughäfen wieder gut ausgelastet sind und ein Flieger dem anderen folgt und abhebt? Oder wollen wir da eine Zäsur und wollen wir vielleicht eine Veränderung? Um das nochmal deutlich zu sagen, mir geht es nicht darum, die Reiserei an sich zu verbieten oder zu unterbinden oder davon abzukehren. Ich denke, das Reisen gehört zum Menschsein. Aber die Frage ist, wie wir reisen. Also mehr Qualität als Quantität. Es ist ja auch so, dass man beobachten kann, dass in den letzten 30 Jahren an vielen Orten der Welt die immer gleichen Hotels und die immer gleichen Ressorts entstanden sind. Und ich glaube, sehr viele Menschen sehr viel gereist sind, aber nicht wirklich viel gesehen haben, weil sie eigentlich immer more of the same sahen. Also eigentlich ähnliche Bedingungen, unter denen sie auch immer schon gelebt haben. Also man bekommt ein englisches Frühstück an allen Orten der Welt. Ham and Egg wird sozusagen weltweit angeboten und man geht selbstverständlich davon aus, dass alle anderen Menschen auch so leben, weil das ist ja normal, weil man auch so lebt. Also kurzum, die Mobilität sollten wir in Frage stellen. Das heißt, sie nicht unterbinden, das heißt, sie nicht grundsätzlich erschweren, aber kulturell fragen, was sind die Leitbilder, die uns bewegen? Und was sind die Bilder, die wir auch kulturell stärken, um eine andere Form der Mobilität zu ermöglichen? Mehr Qualität als Quantität, mehr Bedachtheit in der Form und wie wir uns bewegen, als die sozusagen alleinige Initiative zu sagen, wir wollen woanders sein. So viel von meiner Seite. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich beobachte in den letzten Wochen viele Beiträge auf Social Media unter dem Stichwort, was wir uns für die Nach-Corona-Zeit merken sollten. Und das geht meistens in die Richtung, was wir danach anders machen sollten. Bezogen auf das Wirtschaftssystem stelle ich auch fest, dass viele Leute sich mittlerweile fragen, ist das Wirtschaftssystem, was wir bisher haben und hatten, noch das Richtige? Kann das immer so weitergehen? Also sollte die Gewinnmaximierung tatsächlich immer noch an erster Stelle stehen oder gibt es da nicht irgendwie auch andere Möglichkeiten, wie man das gemeinwohlorientierter aufziehen kann zum Beispiel? Es gibt ja den Ansatz der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber beispielsweise, der das ganze Wirtschaftssystem ganzheitlich denkt und dafür plädiert, wirtschaftlichen Erfolg neu zu messen und hat dabei zum Beispiel ins Leben gerufen ein sogenanntes Bruttonationalglück, dass man dieses messen sollte, statt eben das Bruttoinlandsprodukt als Vorschlag. Es gibt auch seitens der OECD schon seit 2011 einen sogenannten Better Life Index, wo also auch viele andere Komponenten und Kriterien eine Rolle spielen und nicht nur reine Wirtschaftszahlen sozusagen. Es ist also schon die Frage, ob wir jetzt in der Krise auch nochmal neu lernen, dass vielleicht die Ausrichtung an Kooperation statt nur an Wettbewerb langfristig für uns alle doch zielführender sei, da Kooperation Menschen einfach auch stärker motiviert, als das Wettbewerb tut, der oftmals doch einfach auch angstbehaftet ist und Stress auslöst. Zum anderen ist die große Debatte um die sogenannte Care-Arbeit, die ich aktuell erlebe und mich frage, welche Veränderungen wir da vielleicht dann auch ab den nächsten Jahren als Gesellschaft haben werden. Zum einen denke ich oder ist in meiner Wahrnehmung so, dass die Care-Arbeit, also die Sorge, Fürsorgearbeit und deren Systemrelevanz vor allen Dingen zum ersten Mal in das allgemeine gesellschaftliche Bewusstsein auch wirklich durchgedrungen ist. Also vorher war das eher wenigen bekannt, auch allein mit dem Begriff Care-Arbeit konnten nicht viele Leute etwas anfangen. Das scheint jetzt sich zu ändern und man muss sich da einfach das auch nochmal bewusst machen. Die Care-Arbeit steht eigentlich immer ganz am Anfang und sie ermöglicht erst auch die Erwerbsarbeit von vielen anderen. Und deshalb muss die Care-Arbeit einfach sichtbarer werden und muss als Teil der Wirtschaftsleistung anerkannt werden und dann auch angemessen entlohnt werden. Das wäre aus meiner Seite her eine wünschenswerte Änderung, die jetzt vielleicht auch durch die Corona-Krise ins Rollen gerät. Genau. Ja, ich hoffe, dass wir 2021 eine ganz intensive Debatte um die Solidarität in unserer Gesellschaft führen und auch bereits konkrete Schritte unternommen haben, um diese noch einmal zu stärken.
Für mich muss eines der zentralen Ziele für das Finden einer neuen Normalität sein, das neu gewachsene Bewusstsein dafür, dass es unserer Gesellschaft Rücksicht und auch Solidarität braucht, zu erhalten. Denn bei aller Individualität leben wir halt doch als Gemeinschaft und sind abhängig voneinander. Und das bedeutet auch, dass wir Verantwortung füreinander tragen. Das wird uns aktuell in der Situation nochmal besonders bewusst. Und in Bezug auf den Zusammenhalt hoffe ich, dass wir 2021 diese Verantwortung solidarisch wahrnehmen, Ungleichheit reduzieren und demokratisch über Lösungen, diskutieren, statt es bei bloßen Gesten zu belassen. Das bedeutet für mich einerseits, dass wir denen zugehört haben, die aktuell besonders unter der Situation leiden und daran aktiv arbeiten, dass aktuelle Exklusionsmechanismen eben nicht Teil einer neuen Normalität werden. Sprich, wir haben Teilhabe für Kinder in Armut nochmal ganz aktiv angegangen und gucken auf die, die gerade halt nicht im Analogen und im Digitalen auch nicht teilhaben können. Zweitens, es geht eher in den Bereich von solidarischen Initiativen, haben wir es geschafft, dass die Initiativen, die sich in den letzten Wochen gegründet haben, davon gibt es ja ganz, ganz viele in ganz verschiedenen Formen und an ganz verschiedenen Orten, dass die weiterleben. Denn das Fehlen von Begegnung, aber der gleichzeitige Mut bei Menschen, nochmal neu auf andere Menschen zuzugehen, über Digitales, über Briefe, vielleicht über Telefonate und fremden Hilfe anzubieten, ist, glaube ich, ein ganz zentraler Teil von Zusammenhalt. Und dass wir diese Orte neu nutzen und vor allen Dingen auch zivile Begegnungsräume wieder öffnen, hoffentlich dann auch im Analogen. Und der dritte Punkt zielt nochmal auf etwas ab, was gerade in der aktuellen Phase, finde ich, weniger deutlich ist als sonst. Denn die rechten Kräfte, die in den vergangenen Jahren immer stärker geworden sind, sind aktuell in einer Phase, in der es um Solidarität, um Hilfsbereitschaft und konkrete Lösungen geht, auf einmal wieder von den Titelseiten verschwunden und in den Hintergrund getreten. Und ich hoffe, dass wir mit der inhaltlichen Fokussierung, die wir aktuell in vielen Debatten haben, den rechten Provokationen hier den Wind aus den Segeln genommen haben und das auch im nächsten Jahr so fortsetzen können, dass wir inhaltlich und demokratisch miteinander sprechen und nicht immer auf rechte Provokationen reagieren müssen. Insgesamt wird es sicherlich auch für den Zusammenhalt eine fordernde Zeit und die entworfenen Ziele kommen sicherlich nicht von alleine, sondern müssen erstritten werden. Denn nicht die Krise bringt natürlich den Wandel, sondern die Menschen, die innerhalb von dieser Krise die Notwendigkeit zu Veränderungen erkennen. Ich glaube, das haben wir gerade bei Katrin ja auch schon gehört. Und dafür sich aber einzusetzen, ist, glaube ich, eines der zentralen Ziele für die neue Normalität. Denn das Ziel kann natürlich nicht sein, dass wir zurück zu dem Status quo gehen, der von Spaltung bedroht war und von Ungleichheit geprägt war. Ja, ich möchte an einen Beitrag von Till anknüpfen. Das ist einmal die Frage, du hast gesagt, dass rechte Schlagzeilen zurückgetreten sind. Und ich denke, in der Krise haben wir auch ein bisschen wieder darüber gelernt, dass Journalismus, und zwar guter Journalismus, eine wichtige Kraft auch in unserem Staat ist, die den Diskurs auch fördern kann. Und ich wünsche mir für 2021, dass wir da auch stärker darauf achten, dass wir das sehen und dass wir uns auch von anderen Portalen, die das eben nicht so machen, also die Verschwörungstheorien zum Beispiel, in die Welt setzen, abgrenzen. Wenn ich dann mir anschaue, im Blick auf meinen Arbeitsbereich, Medien, und da würde ich sehen, dass uns diese Krise sehr deutlich gemacht hat, dass es einen großen Nachholbedarf in ganz vielen Feldern der Digitalisierung gibt. Und wenn ich auf 2021 gucke, dann wünsche ich mir, dass die Defizite, die jetzt deutlich geworden sind, zum Beispiel bei der letzten Meile vor der Haustür, dass doch auch immer das Internet noch langsam ist, auch wenn vielleicht der Netzausbau insgesamt schon ein Stück weit besser ist, aber zuletzt im letzten dann doch nicht so gut ankommt, dass wir da, dass da genügend Potenzial ist in der Politik, das auch voranzutreiben und stärker nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, denn da geht es letztlich auch um Fragen der digitalen Teilhabe, der Bildung von Kindern, wenn darum geht es genauso gut. Und es was mich ein bisschen hoffnungsvoll auch gestimmt hat, ist jetzt die Diskussion um die sogenannte Corona-App, wo wir letztlich auf eine dezentrale Lösung hingegangen sind. Da habe ich einfach gesehen, dass demokratischer Diskurs oder Diskurs in der Gesellschaft möglich ist, auch wenn wir letztlich mit der Entwicklung jetzt doch auch stark zurückhinken. Aber dass man da auch wirklich einen Austausch erzeugen konnte, und dass man da dann zu einer Lösung gekommen ist, die jetzt doch auch die Privatheit stärker schützt.
last but not least möchte ich auf die Kirche schauen. Die Kirche erlebt jetzt in diesen Tagen einen sehr starken Digitalisierungsschub. Es ist so, dass es durchaus in der Kirche Meinungen gab, die dem Digitalen nicht so einen großen Raum einräumen. Jetzt erleben viele Gemeinden auf einmal, dass da durchaus auch Potenzial ist, neben der analogen Begegnung, die ja auch jetzt auf die eine oder andere Weise fortgeführt wird. Wenn ich auf 2021 schaue, dann wünsche ich mir eine hybride Kirche. Keine digitale Kirche, keine analoge, sondern eine hybride, die beides miteinander einbezieht. Ja, für den Themenbereich Politik kann ich oder wünsche ich mir angesichts der Krise, die wir ja derzeit erleben, vor allen Dingen mehr globale Zusammenarbeit. Ich glaube, der Klimawandel hat schon sehr deutlich gemacht, dass wir globale Zusammenarbeit brauchen, und zwar in jeder Form, sowohl regional, aber auch eben global, regional meine ich innerhalb der EU, brauchen wir ganz klare Neuaufstellungen. Wir müssen gemeinsame Fiskal- und Steuerpolitik haben. Wir müssen aber auch eine gemeinsame Sozialpolitik haben. In der letzten Runde hatte ich ja schon gesagt, wir brauchen auch eine Fazilität, die sich mit Katastrophenschutz beschäftigt oder mit solchen Fällen, wie wir das jetzt haben, der Pandemie. Global brauchen wir auf der Ebene der Vereinten Nationen unbedingt eine Stärkung der Vereinten Nationen, und diese muss vor allen Dingen dadurch erfolgen, dass die notwendigen Reformen, die ja schon bereits in den 90er Jahren angesprochen worden sind, des letzten Jahrhunderts und bis heute nicht umgesetzt werden konnten, diese müssen endlich erfolgen, angefangen mit einem erneuerten Sicherheitsrat, der eben auch stärker die regionalen Gegebenheiten berücksichtigt und insbesondere den Aufstieg der Schwellenländer natürlich. Denn was wir jetzt erleben angesichts der Krise zum Beispiel in Indien oder Brasilien, ist ja ein totaler Fallout sozusagen. Diese Länder müssen stärker mit auch einbezogen werden in die globale und internationale Zusammenarbeit, einfach auch um der Gerechtigkeit halber. Was weiter wichtig ist, ist natürlich angesichts dieser Krise, wird gerne eben der bereits von mir anfangs erwähnte Klimawandel vergessen und die Auswirkungen des Klimawandels. Ich halte es für absolut dringend erforderlich, dass wir nach der Krise die bereits beschlossenen Initiativen weiter fortführen und wenn nicht sogar verstärken. Es gibt ja zum Beispiel vom BDI, also der Lobby der Industrie, der deutschen Industrie, die Forderung, alle Maßnahmen im Hinblick auf Klimaschutz wieder zurückzufahren. Ich halte das für ein fatales Signal. Gott sei Dank gibt es aber auch andere Stimmen in der Wirtschaft, die genau das Gegenteil fordern. Und das wäre nach meiner Ansicht nach ein fataler Schritt, wenn wir tatsächlich hier wieder zurückfallen. Eben wurde schon angesprochen, die ganze Debatte um das rechte Spektrum, dass das jetzt so ein Stück weit zurückfällt. Ja, ich denke, dass das Gott sei Dank so ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt erleben, dass die rechten Parteien, wie zumindest bei uns in Deutschland, keine große Stimme haben und vor allen Dingen auch kein großes Gewicht haben in dieser ganzen Debatte. Man hört und sieht nichts von ihnen, Gott sei Dank, aus meiner Sicht. Aber es wäre wahrscheinlich naiv anzunehmen, dass diese Kräfte dann nach Corona verstummen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vielleicht sogar im Gegenteil, dass man dann nochmal von dieser Seite ganz neue Forderungen erfährt, dass sie sich vielleicht sogar auf diesen Zug auch aufspringen, der ja derzeit auch passiert, dass eben die Einschränkung der Freiheitsrechte überall kritisiert wird und zum Teil ja auch zu Recht. Das Problem ist, dass wenn jetzt so eine rechte Partei wie die AfD sich das zu eigen machte, dann wäre das sicherlich ein ganz schräges Signal.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen skeptisch, was jetzt so die positiven Wünsche anbelangt. Ich befürchte ja, dass diese Krise uns noch viel länger beschäftigen wird und infolgedessen auch die Einschränkung der Freiheitsrechte in vielen Ländern weiter aufrechterhalten bleiben wird. Insbesondere denke ich jetzt auch an solche Länder wie eben Brasilien oder Indien oder eben viele afrikanische Länder, wo im Grunde ja die Zuspitzung der Pandemie noch bevorsteht. Ich frage mich wirklich, was das dann bedeutet, wenn in diesen Ländern wirklich großflächig niemand mehr zur Arbeit gehen kann oder eben die Erwerbstätigkeiten einfach stark eingeschränkt sind. Ich fürchte, dass es da eher zu noch stärkeren Zuspitzungen kommen wird. Und da müssen wir wirklich ganz wachsam sein. Und auch hier geht es darum, globale Solidarität zu zeigen, indem man diese Länder unterstützt mit Geldern und mit Hilfsmitteln und mit allen möglichen Unterstützungspaketen, die halt möglich sind in Form von medizinischen Gerätschaften und so weiter und so fort. Also ich bin nicht ganz so positiv gestimmt, sondern eher ein bisschen pessimistisch, leider Gottes. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Auch die letzte, der Skepsis ist ja durchaus etwas, der man folgen muss, denn es gibt auch Indizien dafür, dass die Veränderungen jetzt nicht so einfach sein werden. Das hatten ja auch schon mehrere gesagt, die Corona-Krise ist jetzt nicht der Katalysator, der die Welt zum Besseren führt. Ich würde meinen, die Corona-Krise ist eher der Moment, wo man vielleicht mal innehalten kann und fragen kann, wie kann man für eine bessere Welt kämpfen. Und mehrere Beiträge haben ja deutlich gemacht, dass diese bessere Welt auch mit Konflikten zu tun hat, die man durchzustehen hat. Das ist kein Selbstläufer. Die Frage ist, welche gesellschaftlichen Kräfte man mobilisieren kann. Wir haben Fridays for Future. Wir haben gesehen, dass Fridays for Future jetzt kürzlich eine Demonstration gemacht hat, einen Tag, letzten Freitag. Nach meinem Dafürhalten ist das medial nicht sehr intensiv wahrgenommen worden. Ich glaube, dass also wir künftig auch, so wie wir das früher kannten, klassisch Demonstrationen brauchen werden. Das heißt, es wird darum gehen, auch Menschen zu mobilisieren, sich mit Gesicht und mit ihrem Körper auch zu zeigen, auch auf der Straße sich zu versammeln, um halt eben für bestimmte gesellschaftliche Ziele zu kämpfen. Ein gesellschaftliches Ziel würde ich nochmal deutlich machen, das ist immer verbunden gewesen mit Zusammenhalt. Also mit der Frage, was macht stärkt Gemeinschaft? Katrin hatte die Care-Arbeit genannt, die ja sonst immer individualisiert wird. Da muss halt jeder selber schauen oder jede vor allem selber schauen, wie man damit klarkommt. Bei Till ist der Zusammenhalt klar auch im Fokus. Auch Hella hat das gesagt. Insofern ist die Frage für mich in der abschließenden Runde, wie ist also die gesellschaftliche Zusammenhalt zu denken? Wie kann man die Gesellschaft mobilisieren, um den Zusammenhalt zu stärken? Ich weiß nicht, wer beginnen mag. Ja, ich hatte mich gemeldet. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen ein neues Nachdenken brauchen. Ein Nachdenken darüber, wie wir wirklich eben in Zukunft gemeinsam die anstehenden Probleme lösen können. Es ist ja jetzt in fast allen Beiträgen deutlich geworden, es braucht so ein neues Verständnis des Gemeinwohls und der Zusammenarbeit und der Solidarität und vor allen Dingen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, was Hella gesagt hat, eben vernünftige Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten. Sie hat eben hier vernünftigen Journalismus angesprochen. Was wir ja erlebt haben, ist genau das Gegenteil. Wir haben nationale Egoismen erlebt. Wir haben erlebt, dass eben America first ist, China first ist, Russia first ist und so weiter. Das kann so nicht weitergehen. Hier brauchen wir wirklich ein deutliches Einlenken auf der, wie gesagt, internationalen Ebene, auf der regionalen und der nationalen Ebene braucht es ein neues Selbstverständnis von: Wer sind wir als Staat, wer sind wir als Gemeinschaft, wer sind wir als Gemeinwohl und wo wollen wir hin? Und hier braucht es
Vor allen Dingen mehr offene Diskussionen, keine Tabus und vor allen Dingen auch nicht ein in die Ecke stellen von, sage ich mal, innovativen Ideen. Das haben wir ja immer wieder erlebt. Klimagerechtigkeit und die damit verbundenen Innovationen werden diffamiert oder eben oft als Unsinn verklärt. Und zum anderen erleben wir das auch jetzt zum Beispiel bei dem Bereich der Digitalität, dass viele das nicht ernst nehmen. Gut, ich würde sagen, dass wir eine kürzere Runde machen jetzt nochmal. Ja, Entschuldigung. Kommt, bei aller Begeisterung für das Thema, Hella, vielleicht, dass du jetzt, weil du auch direkt angesprochen wurdest, darauf reagierst. Also darauf reagiere, wie ich mir vorstelle, welche Modelle eben ein besseres Gemeinwohl oder ein besseres Zusammenhalt herstellen können. Ich sehe es einmal anders als Jürgen. Ich glaube, diese Krise macht erstmal den Nationalstaat stärker und nicht das Globale. Und ich glaube, dass 2021 und auch darüber hinaus unsere Gesellschaft wird durchgeschüttelt. Aus meiner Sicht werden sich auch Fragen stellen im Blick auf Generationengerechtigkeit. Und ich glaube, wir müssen lernen zu streiten. Und zwar konstruktiv zu streiten. Das wäre meine Einschätzung. Weil es Konflikte gibt, für die es keine optimale Lösung gibt. Katrin, du hast ja in letzter Zeit auch besonders Fridays for Future sehr stark begleitet und hast auch das sehr wahrgenommen und unterstützt. Wie würdest du aus dieser Perspektive jetzt die Situation beschreiben? Ja, also ich habe es auch so wahrgenommen, dass es in den klassischen Medien nicht so vorkam, auf Social Media vielleicht nochmal anders. Ich glaube, es ist momentan einfach die komplette Nachrichtenlage einfach nur von Corona und deren Auswirkungen überdeckt. Das ist ja auch, wenn man die Tageszeitungen anschaut. Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, dass das auch weitergeht. Und ich habe auch schon jetzt erste kritische Stimmen auch aus der Politik wahrgenommen, die eben gesagt haben, ja, jetzt hat man erstmal diese Rettungsschirme aufgespannt. Das war sicherlich erst auch mal richtig, aber man hat das so ein bisschen kriterienlos gemacht, sondern natürlich erstmal für alle, was am Anfang der Krise sicherlich jetzt auch nicht verkehrt war, aber jetzt muss man doch nochmal auch einen Schritt zurückgehen und da, glaube ich, auch nochmal neu drüber nachdenken und diskutieren, Kriterien erstellen und sagen, wenn wir jetzt demnächst weitere Konjunkturprogramme auflegen, dass die auf jeden Fall den Klimaschutz und auch die Nachhaltigkeit mit berücksichtigen müssen. Also dass man jetzt nicht mehr versuchen kann, mit dem Gießkannenprinzip irgendwie alle zu berücksichtigen, sondern dass man da einfach auch Kriterien ranlegen muss und sagen muss, okay, wir müssen als Gesellschaft uns eben überlegen, wie verteilen wir jetzt das Geld, was letztendlich auch irgendwo dann begrenzt sein wird und nicht mehr einfach nonstop zur Verfügung stehen wird. Gleichzeitig habe ich jetzt auch schon gestern zum ersten Mal in der Presse von Deglobalisierung gelesen, von diesem Stichwort. Also da gehe ich eher in die Richtung von Hella, dass ich aktuell die Befürchtung habe, dass die Globalisierung, dass das jetzt erstmal so ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil die Nationalstaaten jetzt so in den Vordergrund rücken und jeder jetzt erstmal versucht, so seine Schäfchen im Trockenen zu halten. Das muss man sicherlich weiterhin einfach sehr kritisch beobachten, wie da die Entwicklungen sind. Aber das ist schon, wir erleben ja auch, dass wir jetzt neu drüber nachdenken über Lieferketten, sei es jetzt zum Beispiel bei der Schutzausrüstung oder generell bei Medizin, wo wir festgestellt haben, oh, unsere ganzen Medikamente werden in China hergestellt. Und was wir jetzt dann, wenn da eben dann der Lockdown ist und einfach da nicht mehr produziert werden kann, was das dann letztendlich auch für Probleme bei uns bereitet. Und ich glaube, dass da tatsächlich gerade eher so die Tendenz ist, dass jeder Staat für sich erstmal guckt, okay, wie können wir das erstmal so für uns regeln. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich umso wichtiger, auch diese globale Perspektive zu behalten. Aber ich glaube, dass es zunehmend schwieriger wird, diese im Blick zu halten. Till, du hattest ja gerade schon auch angesprochen, dass die rechten Kräfte sozusagen allerhöchstens schlummern, aber sicherlich es auch schon eine Menge Pläne gibt, eine so gravierende Wirtschaftskrise zu nutzen. Wenn man das jetzt mit den nationalen Tendenzen verbindet, entsteht da ja auch ein sehr, sehr gefährliches Amalgam. Wie würdest du das einschätzen? Ja, genau so. Also ich glaube, dass die Rechten ja immer auch wieder geplant genau auf solche Situationen gehofft haben. Es war ja lange auf Tage X angekündigt, nicht nur im rechtspopulistischen, sondern auch im extrem rechten Milieu. Und bisher sieht es so aus, als ob es noch nicht so genutzt werden kann, wie sie es gehofft haben, vor allen Dingen in der breiten Masse.
dass aber im Hintergrund natürlich weiter gearbeitet wird, dass da mobilisiert wird und dass da ganz aktiv auch daran gearbeitet wird, genau solche Pläne voranzutreiben, mit dem Fokus aufs Nationale, mit gegebenenfalls sozialdarwinistischen Ideen dahinter. Da muss man, glaube ich, ganz aktiv gegensteuern. Und das war mein Punkt vorhin, zu sagen, naja, die sind in den Hintergrund getreten, wir diskutieren Inhalte. Und Inhalte kann man, glaube ich, nur diskutieren, wenn man auch bereit ist, darüber zu streiten und ganz aktiv darauf zu gucken, wo ist eigentlich welche Situation. Das wäre für mich dann auch anschließend an die Frage, die du gestellt hast zum Thema Mobilisierung. Also wie können wir eigentlich Wandel vorantreiben? Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir das Bewusstsein füreinander nochmal stärker machen. Das bedeutet nicht, dass wir da alle schön in einem Gruppe sind und uns an der Hand halten, sondern zu sagen, wo sind eigentlich Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, mit wem kann ich mich mobilisieren, wo sind Interessensverbände, die wir neu gründen können, und da muss es dann für mich auch über das Nationale hinausgehen, denn wenn man guckt, wie ist die Situation in Italien, wie ist die Situation in Spanien, das wird ja ganze Generationen prägen, wie wir uns da aufstellen, und da hilft, glaube ich, tatsächlich nur, den Blick über das Nationale hinaus zu richten und tatsächlich da über internationale Solidarität zu sprechen. Und keine Wohlfühlsolidarität, sondern tatsächlich eine Solidarität, die auch auf Konflikt ausgelegt ist. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne die Runde jetzt beschließen. Die Zeit ist auch schon um, die wir uns gesetzt haben. Ich glaube, man kann die Frage so zusammenfassen, wir alle sehen tatsächlich, dass es Veränderungsbedarf gibt. Wir alle verknüpfen auch mit der Zeit 2021 Hoffnungen, dass es einen gesellschaftlichen Aufbruch gibt, dass es eine Neuadjustierung auch der gesellschaftlichen Ziele gibt. Aber wir alle sehen auch die konträren Kräfte und wir alle sehen auch mit einer gewissen Skepsis, was aktuell geschieht. Und wahrscheinlich wird man sagen müssen, wenn denn im Jahr 2021 es zu einer besseren Situation der Welt kommen sollte, dann nur, indem auch mobilisiert wird, indem Konflikte ausgestanden werden. Daran können wir sicherlich das nächste Mal wieder anknüpfen. Jetzt erstmal vielen Dank und bis bald.